Ist. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 8446, Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Wegner von den Piraten hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream. Wie die Anhörung zu unserem Antrag Kinderrechte wirklich umsetzen ergab und wie es auch im Kinderrechte-Report 2015 des Deutschen Kinderhilfswerks nachzulesen ist, gibt es große bis gravierende Mängel bei der Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte der Kinder, vor allem im Bereich Partizipation. Partizipation und Mitbestimmung sind aber die Königsdisziplin bei der Umsetzung der Menschenrechte der Kinder. Frau Professor Dr. Gabi Flösser vom Deutschen Kinderschutzbund sagte dazu in der Anhörung, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Kinderrechte, was ist das? Das ist nicht nur Beteiligung, aber die Beteiligung ist die Nagelprobe. Weiter sagte sie, eine Kritik, gerade auch aus der Praxis, an Kinderrechten ist, dass man bei der Beteiligung davon ausgeht, dass sie ein Luxusproblem sei und die beiden anderen Säulen, also Schutz und Förderung, viel basaler seien. Ich sehe als Nagelprobe für die Kinderrechte, ob tatsächlich in allen Bereichen Beteiligungsrechte verwirklicht werden. Zitat Ende. Alle Sachverständigen waren sich darin einig, dass es gerade bei der Partizipation und der Mitbestimmung, wie sie in den UN-Menschenrechten der Kinder vereinbart wurden, in den Kindertageseinrichtungen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, zumindest noch erhebliche bis gravierende Mängel bestehen. Der Kinderrechte-Report 2015 des Deutschen Kinderhilfswerks kommt aufgrund von Umfragen unter Kindern, auch aus Nordrhein-Westfalen, zu dem Ergebnis, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Kindergärten scheinen dagegen nicht als Ort angesehen zu werden, an dem die Kinderrechte eine Rolle spielen. Im Fazit des Kinderrechte-Reports 2015 heißt es dann weiter, der Vergleich dieser Umfrageergebnisse hat verdeutlicht, dass im Verlauf der letzten Jahre bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen keine Fortschritte erzielt worden sind. Zitat Ende. In einer anderen Sache waren sich die Sachverständigen in der Anhörung allerdings auch einig. Unser damaliger Antrag ging ihnen nicht weit genug. Herr Dr. Remy Storck von der Freien Wohlfahrtspflege fasste dies in der Anhörung wie folgt zusammen. Ich zitiere erneut mit Erlaubnis der Präsidentin. Sie haben gemerkt, dass viele von uns, er meinte die Sachverständigen, Kinderrechtsbeauftragte etwas einfach finden oder eher ablehnen. Nur Haltung ist mir zu luschig. Natürlich ist Haltung das Wichtigste, aber die Haltung ändert sich auch durch Gesetze. Zitat Ende. Daraufhin haben wir unseren Antrag im Ausschuss dann zurückgezogen. Wir haben unseren Antrag aber natürlich nicht nur zurückgezogen, denn die Missstände bestehen ja. Wir haben uns mit einem großen Teil der Sachverständigen aus der Anhörung in Verbindung gesetzt und sie gefragt, was ihnen, wenn Ihnen unser Antrag nicht weit genug geht, wie weit sollte man Ihrer Meinung nach dann gehen? An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei all denen herzlich bedanken, die an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet und uns beraten haben. Das waren Vertreter der Organisation Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Arbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Falken Nordrhein-Westfalen, der Fachverband Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den Vertretern der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und des Deutschen Kinderschutzbundes. Denn ohne ihr Engagement und ihre tatkräftige Mitarbeit wäre dieser Gesetzentwurf so mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Vielen Dank noch einmal. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist der heute von der Piratenfraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Aufgebaut ist das Gesetz relativ einfach. Es besteht aus zwei Paragraphen, die in das Kinderbildungsgesetz eingeführt werden sollen. Im ersten Paragraphen werden die Rechte der Mitbestimmung, der Information und der Beschwerde von Kindern in einer Kita definiert. Aber, und das ist sehr wichtig, nicht abschließend definiert.
Im zweiten Paragraphen wird jede Kindestageseinrichtung verpflichtet, ein Konzept zu entwickeln, wie die Kinder ihre Rechte in der Kindertageseinrichtung wahrnehmen können. Zum einen die klar definierten Rechte aus dem ersten Paragraphen, als auch weitere Rechte. Dabei werden den Einrichtungen keine weiteren Vorschriften gemacht, wie sie die Rechte der Kinder umsetzen sollen, sondern ausschließlich, dass sie ein Konzept entwickeln und festschreiben müssen, wie dies vor Ort geschehen soll. Die formellen Regeln sollen eben in einem möglichst großzügig vorgegebenen Rahmen direkt vor Ort entwickelt und vor allem auch weiterentwickelt werden können. Gleichzeitig wird mit dem Gesetz aber sichergestellt, dass das Recht auf Partizipation und Mitbestimmung von allen Kindern in den Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen erlebt und wahrgenommen werden kann. Eben weil Partizipation und Mitbestimmung mit diesem Gesetz eine klar definierte Aufgabe der Kindertageseinrichtungen werden würde. In den Kindertageseinrichtungen, in denen die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen schon vorbildlich umgesetzt wird, wird dieses Gesetz nichts ändern. Dieses Gesetz ist für die Kindertageseinrichtungen gedacht, in denen Partizipation und Mitbestimmung schlecht bis gar nicht umgesetzt werden. Und dass dies immer leider noch viel zu viele sind, wird ja wohl niemand ernsthaft bestreiten wollen. Ich wünsche mir und hoffe auf eine lösungsorientierte Diskussion im Ausschuss, damit die Kinder in den Kitas in Nordrhein-Westfalen ihre Rechte wahrnehmen können, die ihnen laut der UN-Menschenrechtskonvention über die Rechte der Kinder zustehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner.